hasse es. Ich hasse Riesenräder. Ich hasse Riesenräder. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu The Park. Ich habe gehört, es gibt einige Interessierte für eine Riesenradfahrt. Okay, los geht's. Ich habe die ganze Zeit schon komische Geräusche auf dem Ohr. Das ist mir nicht wohl. So ganz komisch, als hätte ich ein Funkgerät und irgendwas stört. Das ist extrem... Ich dachte gerade, da liegt was auf der Treppe. Das ist extrem verstörend. Callum! 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 Toll. Ich höre trotzdem ein Baby, das ändert nichts daran. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. Das ist ein verdammt großes Riesenrad. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word, just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. Aha. But instead my mouth said, yes. Da fehlt eins. Die Frau hat extrem einen an der Klatsche. Kann das sein? Kann das sein? Ich behaupte mal, dass ihr... Ich habe immer noch ein Baby. Ich behaupte mal, dass ihr gerade... Also jetzt von dem, was wir bisher wissen, was sie gerade gesagt hat... Behaupte ich einfach mal, ich lehne mich mal ganz weit zum Fenster raus. Oder in diesem Fall, ich lehne mich mal ganz weit zum Riesenrad raus. Ich behaupte mal, dass das alles hier nicht echt ist, sondern quasi nur eine Repräsentation der Tatsache, dass sie ihren Sohn, dass sie sich nicht um ihren Sohn kümmern kann. Und der ganze Park ist quasi hier oben in ihrem Gehirnchen drin. Und sie sucht da quasi ihren Sohn und sucht die Verantwortung nach ihrem Sohn. Keine Ahnung, ich bin sowas nicht gut. Da ist eine Seite. Und mal wieder habe ich meine Lesebrille vergessen. Toll. Stay where you are. Callum, ich kann da nicht hin. Ich dachte, ich kann da... Ach doch, ich kann da hin. Bevor ich dahin gehe, wir sind jetzt am Riesenrad, ne? Ich kann jetzt endlich wieder Gas geben. Wir sind jetzt hier. Wenn ich jetzt hier hingehe, sollten wir zum Oktotron runterkommen. Vielleicht gibt es hier unten noch irgendwas, weil wir konnten ja die Brücke von der anderen Seite nicht überqueren. Deshalb tue ich das. Hier ist ein erleuchteter Busch. Ist der heilig oder hat er sonst was zu bedeuten? Keine Ahnung. Da ist noch ein erleuchteter heiliger Busch. Vielleicht gibt es was auf der anderen Seite dieser Brücke, wer weiß. Das ist doch nicht umsonst hier, das kannst du mir nicht erzählen. Übrigens, das Spiel sieht sehr schick aus, wollte ich nochmal anmerken. Just saying. Man sieht aber, ich weiß nicht, woran es liegt, man sieht sofort, dass es exakt die gleiche Engine ist, die auch schon Colat befeuert hat. Irgendwie sehe ich das dem Spiel sofort an. Unreal Engine 4, by the way, wenn ich es noch nicht gesagt habe. Ich glaube, ich habe es gesagt. Ich weiß doch nicht. Okay, hier unten ist nichts. Es ist offiziell. Ich bin umsonst hier runtergelaufen. Tut mir leid, aber ein Spaziergang ist anscheinend immer gesund. Hat man mir zumindest erzählt. Gib Gummi. Was macht die mit ihrer linken Hand? Warum? Die schlägt sich fast die Hand beim Rennen ins Gesicht. Guck dir das mal an. Bei jedem zweiten... Bei dem zweiten Schritt haut sie sich fast die Hand selber ins Gesicht. Das ist ein bisschen übertrieben. Ich meine, das ist ein leichtes Jogging-Tempo. Wie sieht das aus, wenn ich ganz normal... Ja, okay. Ist jetzt nicht die beste Laufanimation, aber wenigstens habe ich eine. Okay, ich darf Riesenrad fahren anscheinend. Ich stelle mich mal an. Und ich bin falsch gelaufen. Nee, bin ich nicht. Warte. Hier und dann hier zwischendurch. Okay, ich hasse solche Schlangen. Komme ich nie hinterher, wo genau ich mich eigentlich anstellen soll. War auf der Gamescom übrigens ganz schlimm. Es gab schon wieder... Aha, das ist von dem staatlichen, nicht vom städtischen, vom staatlichen Büro für die Inspektion von Jahrmarktsfahrgeschäften. Was ein Wort. Inspection result unsafe. Close the park. Okay, der Park ist nicht sicher und sollte geschlossen werden. Bla 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 bla. Und hier gab es eben viel zu viele Vorfälle, als dass man das noch tragen kann. Bla 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 bla. Und die sollten das lieber schließen. Aha. Bis Nathaniel Winter quasi die ganzen Sicherheitsregulationen, ich hab's heute mit großen Wörtern, bis er die annimmt und umsetzt. Okay. Bla 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 bla. Und es gibt anscheinend eine sehr sensitive politische Beziehung zwischen diesem Nathaniel Winter und dem Senator. Hängt der Typ in der Regierung drin, der den Park gebaut hat? Warum? Übrigens sieht es ja rechts gerade aus, als wäre eine Atombombe explodiert, ich weiß. Bla 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 bla. Aha. Die Fahrgeschäfte sehen also auf den ersten Blick sehr gut konstruiert und gewartet aus. Aber die pure Anzahl der ganzen Vorfälle und Unfälle, die hier passiert sind, sagen uns quasi, dass das nicht so ist. Okay. Quasi, dass da einfach
quasi grundsätzlich einfach auf der Konstruktionsebene schon mal was nicht stimmen kann. Das ist super. Okay, die wollen den Park also schließen. Was? Und hier sind Aufzählungen von Unfällen, die passiert sind. Eine Familie bestehend aus drei wurde getötet, als ein Auto der Achterbahn entgleist ist. Ich wusste nicht mal, dass sowas rein theoretisch funktioniert. 14 separate Unfälle oder Fälle von gebrochenen Knochen und zerquetschten Rippen, während das Octotron gefahren wurde. Wie geht das denn? Wie viel Kraft hat das Ding? Drei Selbstmorde, hier erstmal die Zahl 3 und dann Selbstmorde, sind so geschrieben, von der Oberseite des Riesenrads. Da haben sich Leute runtergestürzt, das ist geil. Ein Kind wurde auf der Rolltreppe ernsthaft verletzt. Und über ein Dutzend Kinder wurden im House of Horrors vermisst. Seit es konstruiert wurde. Also gebaut wurde, das ist toll. Und einer ist im Tunnel of Tales ertrunken. Ist ein ganz toller Park, würde ich sofort hinwollen. Pass auf, ich halte das Ding mal an. Ich wollte das jetzt ziehen, ich habe so viel Soma gespielt. Halt an! Stopp, ich will mitfahren. Ich will mich... Jetzt ist gerade... Achso, ich dachte gerade, ich bin gerade hier, wo ich nicht rein kann. Okay. Wo genau muss ich mich melden? Oben hier bei Chat the Chipmunk. Der weiß Bescheid, der lässt mich das Ding jetzt fahren. Okay. Setz mich rein. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Vermutlich nichts Gutes. Mir fehlt trotzdem so ein Ding. Wetten, mir sitzt gleich einer gegenüber. Das ist wahrscheinlich das, was gleich passieren wird, dass mir einer gegenüber sitzt. Ich meine, das ist kuschelig. Wir könnten hier drin ein Date haben. Nur die Tatsache, dass es an der Seite offen ist, finde ich nicht so toll. Bah, mach das doch zu. Ich habe Höhenangst. Legit. Mach das zu. Ich hasse es. Ich hasse Riesenräder. Ich hasse Riesenräder. Die sind so langsam. Dad used to say that before Mom ran off. After that, he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. Oh, ist das hoch. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. Toll. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. Und dann kam dein Sohn und du wurdest wahnsinnig. One of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. Toll. Toll, super Erklärung. When he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there with him. Ach, das war einer dieser Selbstmorde. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Deswegen bist du geisteskrank. Ich verstehe es. Okay, der hat anscheinend oben auf dem Riesenrad gearbeitet und ist dann runtergefallen. Und ich schätze mal, das wurde in diesem Bericht als Selbstmord erwähnt. Es passiert nichts Gruseliges? Doch, jetzt kommt die Musik. Jetzt kommt die Musik. Wetten, da steht jetzt irgendwas. Ich weiß nicht, was passiert. Irgendwas passiert doch jetzt. Ich kann es mir nicht... Oh, da ist der Typ schon wieder. Hi. Bist du eine Manifestation meines Mannes? Ich weiß doch auch nicht. Warum ist es da draußen so verdammt hell? Ich sehe fast nichts. Okay. Der Typ ist weg. Natürlich ist der Typ weg. Der Typ ist immer weg. Der bleibt nicht lange. Der macht das nicht lange. Okay, cool. Ich habe es geschafft. Die Frau ist echt ein bisschen wahnsinnig. Ein bisschen ist gut gesagt. Ein bisschen viel. Okay. Wir sind jetzt... beim Ferris Wheel. Wir können jetzt quasi hier wieder runter und dann einfach da oder hier von den vom Autoscooter weiterlaufen. Wir können aber auch einfach hier rechts und kämen dann zur ich wollte gerade sagen Eisenbahn, zur Achterbahn. Wir kommen zur Achterbahn. Okay, gibt's hier irgendwas? Ich sehe nichts. Callum gibt mir überhaupt keine Rückmeldung. Ja, jetzt höre ich nur ein schreiendes Baby, wenn ich nach ihm rufe. Das ist toll. Und es kommt auch nicht näher. Das bleibt einfach irgendwo hängen. Hier ist nichts. Es hängt einfach so in der Luft, so halber. Da liegt ein Stein. Der Stein ist beleuchtet. Bedeutet der Stein was? Nein. Es gibt anscheinend keine Rätsel, also keine großen. Und... Was? Wie fliegt das so weit? Das ist doch physikalisch Quatsch. Wie fliegt das Ding so dermaßen weit? Da ist eine Puppe. Und auf ihrem Schoß ein Rollercoaster-Ticket. Was? Wo kamen die anderen jetzt her? Wolltest du mich schon wieder umbringen? Gruseliger Park? Der Park will mich ermorden. Wo kamen die anderen jetzt her? Da fehlt immer nur noch eins. Wo kommt ihr her? Was bist du? Was willst du? Kann ich dich untersuchen oder bist du einfach nur anwesend?
He's watching you. Ich weiß, dass das komische Ding mit dem Zylinderhut mich verfolgt, mich wahrscheinlich tot sehen will. Da ist nichts drin, ich kann nichts machen. Okay, cool. Ich wurde gerade fast von einem Riesenradwagen überrollt und erschlagen. Das ist toll. Alles nur, weil ich dieser Puppe hier das Ticket abgenommen habe. Komm, ich komme zu dir rein. Also, Schatz, wie ist dein Name? Oh, wunderbarer Name, wunderbarer Name. Komm, ich halte dir die Tür auf. Ich muss gehen. Du bist gruselig. Mhm. Wenn sich jemand hier, eine kleine Challenge für euch, setzt euch da rein. Ich mache die Türe zu. Ich mache das Licht aus. Und ihr müsst eine halbe Stunde aushalten mit dieser gruseligen Geisterpuppe da drin. Okay, du akzeptierst es. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Du hast keine Ahnung, was dich erwartet. Ich habe das alles hinter mir. Ich weiß, was kommt, aber du weißt es nicht. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping ashes, mopping up piss, feeding them, little life-sucking monsters who take and take and take until... Ich weiß nicht, warum ich das lustig finde, Entschuldigung. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. Eine glückliche Mutter. I am honest. Callum really grinds my gears and he owes me everything. Everything. Dein Sohn schuldet dir gar nichts, der kann nichts dafür, dass er existiert, du Schlaumeier. I just should abandon him. Okay, anscheinend ist diese Frau sehr zerrissen, was ihren Sohn angeht. Und ich bin immer noch Anhänger der Theorie, dass dieser Park quasi das Symbol dafür ist, dass sie ihn nicht oder keinen Zugang zu ihm finden kann. Ich komme mir vor, als wäre ich Angestellter bei RTL und schreibe irgendwie einen Plot für Familien im Brennpunkt. Aber ihr versteht, was ich meine. Dass sie irgendwie keinen Zugang zu ihm findet und... Ja, das ist zum Glück gar nicht gruselig. Keinen Zugang findet... Hör doch mal auf, Geräusche zu machen, keinen Zugang findet und nicht weiß, wie sie mit ihm arbeiten soll und irgendwie keine Gefühle für ihn hat und deswegen ihn auch hier im Park nicht findet, sondern ihm immer hinterherläuft. Ihr versteht, was ich meine, hoffe ich. Okay, wir sind erfolgreich beim Rollercoaster. Das ist toll. Als nächstes kommt Sideshow Alley. Ich weiß nicht mal genau, was das ist, aber es sieht aus wie ein kleines Dörfchen. Okay, Riesenrad. Wir fahren Riesenrad, anscheinend. Habe ich irgendwas übersehen auf dem Weg? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Gar nichts. Callum meldet sich überhaupt nicht mehr. Okay. Ich nicht. Allein die Tatsache, dass sie so ruhig bleibt, während sie Dinge versuchen zu erschrecken und ihr anscheinend folgen, beweist für mich, dass das alles nur eine Ausgeburt ihrer Fantasie ist. Denn wenn ich hier wäre, würde ich meinen gottverdammten Sohn suchen und um mein Leben laufen. Lorraine. War das ihr Name? Ich glaube, sie hieß so. Ich würde das machen. Ich würde abhauen. Ich kann das machen. Hier steht exakt ein Auto. Will ich das? Ist die andere Frage. Ich tue es. Ob ich will, das ist... Steht nicht zur Debatte, nehme ich mal an. Ich hasse Achterbahn. Ich hasse Achterbahn. Ich hasse es. Ich mag das nicht. We need to talk about Callum. Was? Bist du hinter mir? What have you done to him? Der ist hinter mir. I. That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. Was bist du? The antithesis of what we stand for. Where is Callum? Poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so... Bei mir ist der Untertitel links und rechts abgeschnitten. Der ist zu lang. Tell me where my son is. Was bist du für ein Geist? Now, as both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were. Ich schätze mal, das ist sowas wie die Personifikation meiner bösen Gefühle und Gedanken? Fragezeichen, und jetzt ist er weg. Was? 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 Ich habe Flashes von dem Krankenhaus. Boah, ist das laut. Warum flasht das Krankenhaus hier rum? Ist das... Diese... Da stand gerade was, das konnte ich nicht lesen, das ging zu schnell. Da stand was auf der Tür. Ich kann das gar nicht lesen spielen. Warte mal langsam. Ich komme gar nicht hinterher. Das hier symbolisiert wohl die Fahrt in den hier in den Kreissaal. Und ich muss richtig schreien. Es ist so laut. Ich höre mich nicht selber. Was zum Teufel? Not safe. Was? Don't waste in. Was? Ich kann das nicht lesen. Ich habe meinen Sohn überfahren. Habe ich gerade in diesem Flashback meinen Sohn überfahren. Was
Spiel schmilzt mein Gehirn. Schmilzt, richtige Form. Okay, mein Gehirn ist jetzt Mousse. Gute Arbeit. Ich bin auf der falschen Seite. Ich bin auf der falschen Seite ausgestiegen. Spiel? Bist du hier drin? Nee, hier ist nichts. Read Page. Da ist noch eine Seite. It worked. It works. Das ist alles, was ich lesen kann. Und the. Da steht noch ein the. The calculations are and adjustments worked. Das kann man sogar halbwegs lesen. The und dann ist Ende. Also es funktioniert und dann die Berechnungen und Anpassungen haben funktioniert, / funktionieren. Das Spiel macht mich kaputt. Was zum Teufel? Was war das gerade? Das war irgendwie so ein halber Surgeon Simulator Flashback. Dann irgendwie noch so Flashes von dem Krankenhaus. Was war das? Was habe ich gerade gesehen? Da ist eine Taschenlampe. Ich krieg eine Taschenlampe. Yay, take flashlight. Geile Scheiße. Die Hexe wartet. Wie mache ich das Ding überhaupt an? Das will ich nicht. Wie mache ich das Ding an? Hallo? Achso, das macht sie wahrscheinlich automatisch. Da ist einfach noch eine Axt im Tisch. Toll. Hast du an die Tür geklopft? Doch, das ist schon ein Spiel, ein gutes. Ich kann anscheinend an der Tür nichts machen, sonst wird sie leuchten. Das heißt, es gibt anscheinend extrem wenige hier benutzbare Gegenstände in der Welt. Das warst du! To know where he got the marks. Das warst du. He doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. Aha. I catch him staring at me at odd moments. Aha. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. But they are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. Dass du eh nie wolltest, Schlaumeier. I can't save him. Na toll. There will be pain. But I love him and in the end. Kann ihn nicht hoch. You will understand why. Ich gehe jetzt mal ganz weit voraus und sage, die Frau hat eine richtig schöne Schizophrenie. Weil so wie sich das anhört, auf der einen Seite liebt sie ihren Sohn, auf der anderen Seite nicht. Und sie hasst ihn und sie wünscht sich, sie hätte ihn nie bekommen. So kommt mir das zumindest vor. Was für mich heißt, dass in ihrer Haut zwei Seelen leben. Was sagt der Typ? Der sagt immer das gleiche an jedem Lautsprecher, versteht kein Wort. Und ja, der Typ in der Achterbahn gerade war wahrscheinlich eine Verkörperung all meiner Sünden. So sagt man das doch immer, oder? Ich weiß nicht. Da vorne ist jetzt dieses komische Dorf, anscheinend, Fragezeichen, was da auf der Karte war. Ich kann da anscheinend auch rein, das ist gut. Kann ich hier Schießbudenschießen machen? Das wäre jetzt ganz cool. Ehrlich gesagt, das bräuchte ich jetzt. Okay, das sieht extrem gruselig aus. Ich habe gerade irgendwas im Gras gehört. Ein Ast hat geknackt. Okay, wir gehen da rein, aber erst beim nächsten Mal hier bei The Park. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, die Erlaubnis, dem Like-Button aufs Maul zu hauen. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Bro, ich... Ach, hier ist die andere Seite von dem grünen Schleim. Bro, Mate. Wo bin ich jetzt reingetreten? Ja, was machst du denn? Hier rumzuzappeln wie ein